Der Wahnsinn. Ich kann mich nicht mal richtig vor einer Burg platzieren. Mal 16:32. Ja, es sollte hinkommen. Ding, 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 ding. Ich schätze mal, das ist schwer drin. Sorry für den Spoiler. Das Geile bei diesem Spiel ist auch so... Auf dem Schild steht einfach, hier liegt das, keine Ahnung, versteckte Schwert oder so, der Kokiri. Ja. Gutes Schild. Genau als würde man eine Höhle, so eine Geheimhöhle kennzeichnen mit Geheimhöhle oder so. Perfekt. Bam, 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 bam.
Oh, bitte. Ich hasse diesen Trick so sehr. Bitte. Alter. Egal. Guck mal, ich kann nicht gegen warten. Ha ha ha!
Yeah!
That's neat. Didn't know something like that work, like, existed. That's cool, though. Thank you.
Nothing else can you expect. I used to run out of room. What types of CRT TVs are best for speedrunning? Ones that support NTSC. Oh, that one. So I have like less than a millisecond. Hey!
Welcome back to Emulator. Der Run ist okay. Also, ich werde mich jetzt hier nicht zu viel beschweren. Das hätte ich ganz gerne da. Aber glücklich bin ich jetzt nicht. Und wie war's, Rasenmähen? Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser wundervollen Aktivität. Ey, Rasenmähen ist so wundervoll. Was Besseres kann man im Leben dann nicht machen, oder? Nicht Rasenmähen. Ja. Das klingt richtig. Okay, kein Gold. Aber time safe, glaube ich. Also es ist recht nah am Best Run. Ich weiß nicht, ob der Winkel funktioniert. Ich probier's mal. Bitte sag mir, dass er funktioniert. Okay, hat funktioniert, perfekt. Das war fast ein Free-Pause BK-Skip. Nicht schlecht. Bolt-Skip ist zum Zuschauen sehr immer so interessant für mich. Ja, da hast du recht. Bei Bolt-Skip ist ein sehr interessanter Trick auch an sich. Ich weiß noch, als er frisch gefunden wurde. Boah, ich weiß noch, als Noah im Rongo-Ball einfach diesen kompletten Change-Sturm gemacht hat. Es fühlt sich schon... Es fühlt sich gar nicht so lange her an, irgendwie. Aber ja, ich meine,
Der Ocarina Dive in No I'm Wrong Up hat sehr viel verändert. Und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo Void Warp dann erlaubt worden ist. Dann wurde es Sub 1.20. Dann wurde Bolt Skip gefunden und dann ging es langsam in diesen 1.17 Bereich. Schon echt heftig irgendwie. Sieht nach einem Gold aus. Ja, das ist ein Gold. Oder? Nee, ist es nicht. Oder? Doch, es sieht nach einem Gold aus. Alright. Ja, deswegen zieht man nicht sein Schwert. Jo, hey Phoenix. Guten Nachmittag oder Abend, wie auch immer. Bei dem schönen Wetter am PC, du meinst bei dem apokalyptischen Wetter. Ja. Aber ich werde nachher noch wohin gehen, wenn es etwas kühler ist. Ist halt viel zu warm. Ich habe es gestern schon kaum ausgehalten, draußen zu sein. Soll ich den Hess buffern? Alrighty. Aber ich muss Protokolle schreiben, deshalb drin am PC. Viel Spaß, Phoenix. Viel Spaß. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wieder um 23 Uhr mal einen Spaziergang bis 1 oder 2 machen auf dem Weg. Soll ich dir was mitnehmen? Ja, bitte bring mir was mit. Ich habe doch abends immer so viel Hunger. Das weißt du doch. Und dein nächster Gold, sehr interessant. Als ob das Gold wird. Na egal. Mit was belegen ist mir egal. Nimm was du am liebsten magst. Ja, ne, ist schon krass wenig, ne? Check.
Okay, let's go. Bitte funktioniert. Da sind die Öffnungszeiten im Norden etwas länger. Ah, nach Düsseldorf. Interessant. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay. Nochmal Gold, ernsthaft? Ich meine, ich werde mich nicht beschweren. Ich brauche Bomben mit den Schuss. Glotz, yay. So, hoffentlich stirbt mein Run nicht hier oder in Spirit diesmal. Please don't die. Please, please. Ich meine, wie kann man bei Naboru sterben? Ich versteh's nicht. Try to hit the Dongo. Das mache ich, keine Sorge. Boah, aber ich muss pissen, ey. Ist nicht cool. Ich muss bis 58 mit dem Run fertig sein. Ja, das schaffe ich. Es liegt in dem Wasser, das ist eine Trinkflasche. Ich habe leider nur eine fast volle da. Aber nein. Eine Dreiviertelstunde halte ich jetzt noch aus. Hoffe ich. Der Run wird sowieso in Spirit sterben, also von dem her. What? Ich hasse es, wenn das passiert. Hey.
Warum sind wir eigentlich so super busted in diesem Spiel? Das ist eine gute Frage. Durchaus berechtigt. Aber ich meine, sind sie ja auch in Breath of the Wild. So ein bisschen zumindest. Ich hätte vielleicht die Bomb Chest mitnehmen können. Keine Ahnung. Du bist zu bewastet. Oh. Zwei. Ich weiß nicht, ob es der ist. Ich glaube, es ist der nächste. Egal. Der hätte funktioniert. Der hätte funktioniert. Wie funktionieren Dry Rolls? Z und A? Ne, ist es nicht. Scheiße. Eins, zwei. Okay, das passt. Ich habe 2,5 Minuten verloren, nice. Egal. Ich werde nach Spirit Temple mal zu meiner PB vergleichen. Aber was meintest du mit, wie funktionieren Dry Rolls? Meintest du, wie man sie ausfüllt oder was? Ich brauche das da. Wie man sie ausholt. Ah, okay. Ja, das ist das Einfachste. Was ist gut? Warte, ich... Fuck! Damn, Daniel. Naja, freut mich, dass ich weiterhelfen konnte. Okay, so, sollte passen. Hallo Sihon 14, guten Abend. Okay. Ich mag meinen True Count, das ist schön. Ja.
Okay. Kommt der? Ja, der kommt. Gold, hey! Das reicht erstmal, oder? Glaube ich schon, ja. Ah, als ob es zu früh war. Oh, ah, das ist dumm. Egal. Terminator macht jetzt die ganzen Subway-Erledigungen für uns. Ich glaube, das ist zu früh. Nein, okay. Ich habe einen Fisch in der Flasche, damit ich Ocarina-Items machen kann. An der Kante von den blauen Warps. Damit ich den Warp canceln kann und sterben kann im richtigen Augenblick, damit das Spiel mich woanders hinbringt, beziehungsweise damit ich Cutscenes skippen kann. Deshalb, ja. Und für ABA. Aber ABA habe ich schon gemacht. Das in der Route benutzt man das jetzt nicht mehr. So, bitte nicht sterben. Bitte einfach nicht sterben. Es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer. Das ist einer der einfachsten Bosse. Komm schon. Thank you.
Dankeschön. Das ist echt dumm. Einer der am coolsten designten Bosse. Das mag sein, ja, das mag sein. Wenn du von Naboros, sprichst. Ich hätte theoretisch genug Health gehabt für den Cutscene-Skip, weil jetzt muss ich zwei Bomben verschwenden. Ist aber egal. Die sind schon echt cool, gell? Wobei ich den Twilight Princess echt abfuck finde. Also das ist echt krass. In MM sind die halt viel, viel schwerer. Viel stärker. Okay. Ich habe hier 3 Minuten Timesave. Was habe ich in meinem PB gemacht? Hat meine PB den BK-Skip verkackt? Ja, in The Wind Waker sind sie halt, keine Ahnung, so richtig schwach irgendwie. Aber in The Wind Waker sind alle Gegner schwach. Also so ziemlich. Ich meine, gefühlt jeder Gegner macht maximal ein halbes Herz Schaden oder so. Okay. Ich finde, OoT und MM haben die besten Schwierigkeitsgrade. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Smexy Hexy incoming. Alright, ich spare auf jeden Fall von den 2,48 spare ich mindestens 2 Minuten, wenn ich den Cutscene-Skip nicht verkacke. Stimmt! Meine Bibi hat den Cutscene-Skip, glaube ich, verkackt. Das ist passiert. Smexy stöhnt. Oh, Baby. Get ready for my anus. Wenn man genau hinhört, kann man verstehen, dass die Bad sagen. Bad! Ich hab mal. Ey, okay, ist egal. Tut einfach so, als wäre das ein Dschungel. Manus. Okay.
Alright. Ich bin doch gerade erst 400 Jahre alt. Das ist ein gutes Alter. Da ist man noch frisch und sportlich. Und ich habe schon wieder vergessen, Ocarina zu equipen. Aber ich brauche sowieso die Herzen. Ich brauche das da ohne leere Flasche. Okay. Eine hohe Lebenserwartung, ja, das auf jeden Fall. Das nächste Mal sollte ich den Fisch auf sie left packen. Warte mal, ich kann ihn doch theoretisch auf Sea Ride fangen, oder? Ich probiere es nicht aus, aber ich glaube, in der Theorie geht es. Weißt du, ich habe vergessen, Haarboots zu equippen. Dann kann ich gleich das da und das da equippen. Okay. Ab wann die in Rente gehen? Das ist eine gute Frage. Nein! Ja. Nice. Rest in Pepperoni. Deswegen niemals Side-Hoppen auf dieser Plattform. Gott. Ja. Jetzt will ich beide Feen mitnehmen. Willst du da hochgehen, bitte? Danke. Jetzt wird es auch echt eng. Warte mal, Time Stop stoppt nicht die Zeit. Ernsthaft jetzt? What the fuck? Ich geh noch mal rein und hol mir noch mal Feen. Oder warte mal, ich kann einfach das hier machen. Wieso wurde mir jetzt ein Viertelherz abgezogen? Ich war ja nicht in der Lava. Ist egal. Komisches Spiel. Das Gute bei der N64-Route ist, dass man hier 6 Herzen hat statt 5. Und die Knallharten nehmen halt 4 Herzen, was echt heftig ist. Ich brauche Ich glaube, das passt so. Nur die Harten kommen in den Garten. Wow. Den kannte ich noch nicht.
Was heißt du von meiner Art, die Streams zu bleiben? Das ist sehr amüsant, muss ich sagen. Ist sehr amüsant. What's nice. Thank you. You're welcome. Keine Ahnung, wie das geht. Ich hab das Timing dafür nicht raus. Okay, ich muss Schaden nehmen. LOL, ich musste nicht mal einen Jump Slash machen, habt ihr es gesehen? Das war nice. Das sollte funktionieren. Ich verliere Zeit wegen dieser Cutscene und wegen den Feen. Boah, nicht runterfallen. Das wäre sehr, sehr schlecht. Also ich hasse es. Hier noch schon. Jetzt
Jetzt ist halt die Frage, ob ich zu viel hab, ne? Das ist. Wird auf jeden Fall interessant. Na, 13 sollte passen. Alright, Wolverina, please be nice to me. Trifft es? Hoffentlich hat es getroffen. Hat es getroffen? Ich weiß es nicht. Alright. That was fine. Hoffentlich weiß ich noch, wie das geht. Okay. Das war ein Double Diff, Alter. Einmal durch die Herzen und einmal durch die Zeit. Einfach so perfekt getimt. Ich brauche Hookshot. Ja. Dann brauche ich ein halbes Herz. Dann brauche ich einen BK-Skip, der funktioniert. Ah. What's nice? Ich Idiot. Das war sehr, sehr scheiße. Check, 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 check
Egal. Was sind 3 Bomben, 5 Bomben? 7 Bomben. Alright, ich brauche Bomben, Fisch, Ocarina. Erstmal nur Fisch. Das kann ich später equippen. So, nicht verkacken bitte. Okay. Jetzt brauche ich das da und das war's. Gibt es hier eigentlich Bomb Drops? Das würde mich mal interessieren. Fuck. Hoverboots. Und das da. Fuck. Bitte funktioniert. Okay. Nice. What? Lol. Hey!
Ah. Ja komm, ist egal. Jetzt komm, Alter. Oh, ich hasse es. Was abfuck, Alter, was für ein Abfuck. Egal. Theoretisch reicht ein Bombdrop. Jetzt krieg ich noch einen zweiten raus. Okay, perfekt. What's nice? Ich hätte Zeit sparen können. Da hätte ich First Strike Bomb Drop bekommen. Aber ist egal. Oh shit, hier kommt Morpher. Ja. Das stimmt. Ist das Ganze so viel schöner. Hashtag gestern. Please, das wird nicht nochmal passieren. Keine Sorge. Hoffe ich. Ich brauche Fish Hookshot Bomben. Sollte ich equipped haben, ne? Ne, ich muss noch Fish equippen, ja. Und Hoverboots anequippen. Skip. Bitte. Wenn ich den Cutscene-Skip krieg, dann glotte ich das bei 2 Minuten oder so. Bye. Denglisch. Okay.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du kannst ihn doch nicht einfach töten. Wow, Philipp, please. Okay. Nein, verkackt. Das machen wir nochmal, oder? Machen wir nochmal? Ja, machen wir nochmal. Die Katzen ist zu lang. Da geht der Gold und da geht die 1, 2, 44. Alter, Target zu buffern ist so schwer, es ist unglaublich. Wirklich. Ich meine, man muss einen Knopf drücken. Hallo, das geht doch nicht. Na. Hey Tom, guten Abend. Was geht, ein schlechter Run geht. Aber das ist ja gewöhnlich, ne? Wenn das jetzt funktioniert, dann glaube ich wenigstens noch um 40 Sekunden oder so, keine Ahnung. Es darf doch nicht wahr sein. Der Run ist tot, Leute. Der Run ist tot. Gucken wir die Cutscene. Wir gucken jetzt einfach die Cutscene, ist scheiß drauf. Was bedeutet, dass ich 3 Minuten verlieren werde. Und das bedeutet, ich hasse es. Ich brauche ein anderes Setup. Ich hasse es, Alter, ich hasse es. Das C-Target-Buffering geht ja einfach nicht, ist der Wahnsinn. Ich habe beides mal den Target-Input gefailt. Es ist halt nicht schwer. Es ist nicht schwer, Mann. Es ist einfach nicht schwer. Ich könnte jetzt eine 1.39 SOB haben. Nicht nur eine 1.39, ich könnte jetzt eine 1.37 SOB haben. Und ich könnte jetzt gerade 5 Minuten vorne sein. Abfuck. Richtiger Abfuck. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, dass ihr diese Katzen jetzt ertragen müsst. Es tut mir auch leid, dass ich diese Katzen ertragen muss, Alter. Ich bin so wütend. Ich hasse es. Vielleicht hätte ich es einfach nochmal probieren sollen. Ich hätte den BK-Skip einfach nochmal machen sollen. Ja, keine Ahnung. Das ist doch alles Bullshit. Warte mal, jetzt splitten.
Ich brauche Ocarina Hookshot Bomben. Ich brauche Herzen. Das kann halt nicht wahr sein. Ich liebe nichts mehr als Cutscenes. Oh, gern geschehen, Tom. Nur für dich, nur für dich. Weil ich es wusste, ja, und weil ich an dich gedacht habe. Das reicht. Da hast du Herzen. Dankeschön. Bei dem Split verliere ich jetzt eine Minute oder so. Das ist das Gute bei der N64-Route, weil da kann man den Cutscene-Skip nicht fehlen. Weil man backflippt einfach und macht oh ey. Das war's. Ah, egal. Als ob das zu spät war. Diesen Trick hasse ich auch. Bullenkacke, 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 Bullenkacke. Ja, ich verliere anderthalb Minuten, zwei Minuten vielleicht. Nice. Normal, das ist der falsche Weg. Ja, es war zu früh. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn meine Eltern dann mir nicht mehr dumme Kommentare lassen müssen. Ach ja, Eltern. Wann habe ich die gesplittet? Ich glaube, wenn sie stirbt, ne? Oh, das darf nicht wahr sein, dass das noch PvP ist.
Nehme ich das Herz mit? Nein, oder? Nee. Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Noch. Fuck. Das, meine Freunde, ist, warum man niemals... Oder warum man immer nachdenken sollte, bevor man etwas ignoriert. Okay, ich bin mit Elf von zu Hause weggerannt. Was ein Leben. Irgendwie glaube ich, dass es nicht funktioniert. Okay, hat es. Wie viele Bomben habe ich? 8? Okay, ich muss nach rechts halten, nicht nach unten rechts. That's weird setup. That's the setup SVA came up with like 3 years ago or something. It's still a good setup though. I just hope I'll die to Ganon or something like that, like I did many times, losing 123 pace runs in no item manipulation no longer. Bouncy Boy stream nach dem Run bin ich dann erstmal weg. War vielleicht schon zum Subway. Ja, ich muss dann auch gleich gehen, muss mich noch fertig machen. Wenn jetzt nur das GameStop klappen würde. Warte mal, wann habe ich das nochmal gesagt?
Habe ich nicht bei meiner bei meinem ersten Ocarina of Time 100% Run, habe ich doch gesagt, so irgendwie so, ich softlocke mein Game bei Bongo oder so. Weil ich keinen Bock mehr auf den Run hatte. Oh nein, Bad Cutscene RNG, I think. Oh ja, Philipp, ich werde jetzt sterben, keine Sorge. This run is such a roller coaster. Or not really, I guess. It was just bad the whole time. And it got worse and worse. As always. Warte mal, wann habe ich das Game gesoftlockt? Habe ich das wirklich mal gemacht? Ziemlich sicher, interessant. Kann mich nie mehr daran erinnern. Dude, what a rush! This run is awesome. Das ist Betrug, das zeige ich an. Das ist eine gute Idee. Oh Gott. 112, baby, that's it. Yeah. Oh baby. Look at the fucking pace. Right in a fucking head. Right in the fucking head. That's how I kill all my runs. Bye Terminator, gute Nacht. Ich werde jetzt auch den Stream beenden. Danke Philipp für den Host. Nicht spät oder so, nein.